Ja, wenn es irgendwann ein Spiel gibt, Kill the Patriot, dann bin ich der Erste, der es kauft. So, dann fragt Sebi 2818, wie lang war deine längste Aufnahme? Puh, wie lange meine längste Aufnahme war. Ja, die habe ich ja quasi schon in einer etwas älteren Frage beantwortet, weil so sehr unterscheiden sich die nicht, weil ich fast immer dem gleichen Konzept folge. Es gab, glaube ich, noch keinen Tag, wo ich mal gesagt habe, so, jetzt hau ich mal rein und habe den ganzen Tag durchgezockt. Deswegen immer so an die 2,5 bis 3 Stunden. War meistens nur so 2 bis 2,5. Es gab aber auch schon längere Aufnahmen, als ich noch die Movie-Checks gemacht habe, weil ich da meistens mehr aufgenommen habe, als ich bräuchte. Ich habe dann meistens, habe ich dann 5 Filme geguckt, nicht an einem Stück natürlich, sondern über einen längeren Zeitraum, und habe dann von diesen 5 Filmen die Movie-Checks dann an einem Tag gemacht. Und ich glaube, das Movie-Check-Aufnehmen an sich hat schon eine Stunde gedauert, und danach noch die Filmszenen zu überspielen hat dann, glaube ich, nochmal 2 Stunden gedauert oder 3 im schlimmsten Fall. Deswegen waren da einige Aufnahmen wirklich lang waren. Ja, erinnerst du dich, als ich vorhin gesagt habe, bei deinem langsamen Geist ist das ganz normal? Ja. Denk dir einfach, dass ich das jetzt gerade nochmal gesagt hätte. Okay, Darth Malik 12345 fragt eine Frage, die irgendwie keinen Sinn macht, denn das weiß sogar ich. Und zwar lautet die Frage: würdest du einen Prince of Persia The Forgotten Sands LP machen? Ja, die Frage macht tatsächlich nicht wirklich Sinn, aber wie gesagt, man kann halt nicht verlangen, dass jeder direkt alle Videos kennen, und ich habe schon ein Prince of Persia Forgotten Sands Video gemacht. Das war, was heißt Video, LP. Es war sogar, glaube ich, das dritte Let's Play, was ich damals gemacht habe. Das erste war Lost, das zweite Born Complot und das dritte war Prince of Persia The Forgotten Sands. Also einfach mal bei Videos gucken, dann bei Playlists, und dann dürftest du es da finden. Oder ihr. Wer auch immer noch Lust hat, sich das anzugucken. Ich sagte doch, es macht keinen Sinn. Aber okay, die Leute können halt nicht alles wissen, nicht wahr? Ich meine, wenn ich einen LPer oder mir einen YouTuber angucke, dann weiß ich ja nicht, natürlich auch nicht, was für Videos der schon alles gemacht hat. Und deswegen sei dir verziehen, auch wenn er es nicht so sieht. Ich sehe es doch so. Ja, komm. So, und dann die Frage von Dieter Diek 106326. Leute, was sollen die ganzen Zahlen? Sind das eure PIN-Codes? Naja, jedenfalls kommt mal wieder eine God of War-Frage. Halt dich fest. Was hältst du von der neuen God of War-Erscheinung und würdest du es auch LPen? Was halte ich von der neuen God of War-Erscheinung? Oh mein Gott, mir ist im Traum God of War erschienen. Und es hat mir gesagt, let's play mich. Nein, ja, God of War Ascension, als es angekündigt wurde, war ich erstmal etwas frustriert, kann man das sagen? Ich weiß es nicht. Weil ich eigentlich keinen neuen God of War Teil brauchte, weil die Geschichte für mich abgeschlossen war. Und ich Angst hatte, dass sie mit einem neuen God of War Teil das geniale Ende vom dritten kaputt machen. Weil das war wirklich das perfekte Ende. Und ja, als ich dann aber gehört habe, dass es vor allen anderen God of War Teilen spielt, das heißt vor Chains of Olympus sogar noch, als allererster Teil kommt, fand ich es wieder in Ordnung, weil, naja, so machen sie das Ende halt nicht kaputt. Und ja, man erfährt ja noch mehr da über Kratos Hintergrundgeschichte und so weiter und so fort. Da freue ich mich auch drauf. Der erste Dämpfer kam dann allerdings, als ich gehört habe, dass es jetzt auch einen Multiplayer kriegt. Ich habe gehofft, dass wenigstens Sony Santa Monica nicht immer auf der Welle mitreitet und dann Multiplayer noch da reinschmeißt. Ich finde, so ein Spiel wie God of War braucht keinen Multiplayer. Auch wenn er nicht schlecht aussieht, was ich auch zugeben muss. Aber ich weiß auch, ich werde ihn jetzt vielleicht 2, 3 Mal spielen und dann ist er mir auch wieder egal. So wie bei der Assassin's Creed-Serie. Die hätte auch absolut keinen Multiplayer gebraucht. Aber gut, wem es gefällt, solange das Hauptspiel nicht drunter leidet, von mir aus. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, freue ich mich drauf. So, ja, jetzt haben wir eine Frage von einem, der sehr gut bekannt ist, denn den hast du auch in einer Frage vorhin schon erwähnt, nämlich in der Frage mit, ob du mal einen Podcast zu den God of War Spielen machst. Und zwar geht es um Mr. Xuhu, der dir auch ein paar Fragen stellt. Und zwar, wie stehst du zur Limited Special Edition von einem Spiel, wo irgendwelche Real-Life-Gegenstände drin sind? Sofern sie nicht allzu teuer sind und die Gegenstände, die da drin sind, sich auch lohnen, finde ich sie sehr cool. Ein paar Special Editions habe ich auch. Ich könnte die eventuell sogar mal vorführen. Moment, ich hole sie kurz.
So, da wäre ich wieder. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht wusste, dass ich so viele habe. Also verhältnismäßig viele. Ich habe jetzt mal ein paar meiner Special Editions zusammengesucht und werde euch die mal so ein bisschen vorführen. Ja, ich hätte hier eine, die sieht zwar schick aus, ist aber eigentlich eine ziemlich dumme Special Edition. Und zwar von Prince of Persia, The Forgotten Sands. Nämlich hier diese Edition, die sieht wirklich schick aus, also viel schicker als, ja, als die normale Verpackung, sag ich mal, wo man das Ding hier auch wegziehen kann und dann hat man so ein schönes Steelbook. Ja, drin enthalten ist natürlich das Spiel plus eine DVD. Ja, also hier, da, so sieht es von innen aus, plus eine DVD, wo angeblich Videos drauf sind, tolle Videos und ein Soundtrack, was aber voller Beschiss ist, und Bilder sind auch drauf. Videos sind, glaube ich, nur zwei drauf oder drei, und das sind Entwicklerinterviews, die nicht mehr wirklich lange gehen. Der Soundtrack ist nicht mal als Datei drauf enthalten, sodass ihr euch den irgendwie auf den PC ziehen könnt oder sowas, sondern als quasi auch als Videodatei. Ihr müsst sie halt in eurem DVD-Player abspielen, was auch ein bisschen dumm ist. Ja, und dann noch so eine Bildergalerie von der Dauer, die automatisch abgespielt wird, von der Dauer von 10 Sekunden, glaube ich. Da bereue ich es ein bisschen, dass ich so viel Geld dafür ausgegeben habe. Wie viel will ich jetzt nicht sagen, aber es tut mir irgendwie weh. Also wenn ihr die mal günstig irgendwo seht, könnt ihr die mitnehmen. Aber wenn sie noch so teuer sein sollte, dann lasst es lieber bleiben. Da ist auch noch so ein Umschlag dabei. Ihr seht, so ein kleiner Briefumschlag, der auch recht schick aussieht. Da sind illustrierte Karten drin. Moment. Drei Stück auch. Was man mit denen jetzt so macht, weiß ich nicht. Aber so, da hätten wir einmal das hier. Dann gibt es noch dieses schöne Bild. Und zu guter Letzt noch dieses schöne Bild. Und ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Ja, wie gesagt, sie sieht halt schick aus, aber ist jetzt nicht so der Burner. Ich sehe gerade, ich habe eine Special Edition habe ich vergessen. Die muss ich dann gleich noch nachträglich holen. Ist auch eine Special Edition zu einem, ja, recht bekannten Spiel. Und ich kriege das hier gerade nicht wieder zu. Genau, was ich noch vergessen habe, da ist auch noch ein Download-Code drin für Prince of Persia Classic. Das heißt, das uralte Prince of Persia, das allererste, dieses Side-Scroll-Ding, aber in neuer Optik. Was aber auch nicht wirklich toll ist. Aber, naja. Ja, jetzt die Special Edition, die ich vergessen habe, sieht auch schick aus, ist aber auch wirklich keine tolle Special Edition, nämlich von Uncharted 2. Da haben wir die, auch wieder ein schönes Steelbook, wo man auch dieses Ding hier wieder entfernen kann. Man sieht aus wie ein altes Buch, quasi. Soll es darstellen. Und da drin enthalten ist auch nur das Spiel, natürlich. Dann sind da ein paar Download-Codes drin. Für, muss ich gleich mal gucken. Und auch zwei Karten. Waren es nur zwei? Nein, ich muss mal kurz gucken. Ja, es waren tatsächlich nur zwei Karten. Einmal hätten wir hier dieses schöne Bild. Und dieses schöne Bild. Und die kann man sich dann irgendwo hinstecken, wenn man will. Ja, ansonsten sind da nur noch Download-Codes drin für, jetzt muss ich noch gucken. Steht hier nicht drauf, muss ich mal hinten gucken. Ich glaube, es war aber nichts Besonderes. Es ist hier ein Mehrspieler-Extra, es sind nur vergoldete Gewehre und neue Charakterdesigns und ein XMB-Design, also für euer PlayStation-Menüs und Design. Was nicht so schlecht aussieht, aber es ist weder animiert, also bewegt sich oder sonst was, es ist einfach nur ein Bild. Und ja, hätte man sich theoretisch auch sparen können, aber immerhin sieht es schick aus. So, dann hätte ich noch eine Special Edition von Enslaved, einem Spiel, was leider recht untergegangen ist. Das solltet ihr echt nachholen, das ist nämlich ein echt cooles Spiel. Und erzählt auch eine der besten Liebesgeschichten, die es gibt. Falls ihr euch mal einen Eindruck davon verschaffen wollt, meine Schwester hat das Spiel Let's Played. Zahera 1411 heißt der Kanal, ist auch bei mir verlinkt auf meinem Kanal, könnt ihr mal nachgucken. In ein, zwei Parts bin auch ich dabei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ja, dann ein bisschen zusammengespielt. Also auf jeden Fall, die Verpackung ist, finde ich schön, diese Pappverpackung. Es ist schön, wenn man sowas Schweres in der Hand hat. Ja, da drin ist natürlich das Spiel, ganz normal als Verpackung. Ich glaube, das normale Cover ohne die Special Edition sieht aber dann doch noch etwas anders aus. Und dazu hätten wir dann noch ein schönes Buch mit vielen Illustrationen drin und Konzeptzeichnungen von dem Hauptcharakter und so weiter und so fort. Hier so schöne Dinge. Und am Ende auf der letzten Seite des Buches versteckt sich da noch etwas, nämlich eine CD. Ja, der Soundtrack ist auch dabei, der auch wirklich lohnenswert ist, sich anzuhören. Also hört sich schon cool an und ist auch eine schöne Special Edition. Habe ich, glaube ich, auch gar nicht so viel für gezahlt. Also manchmal halten sich die Preise ja noch in Grenzen, manchmal übersteigen sie dann auch euer Guthaben, sag ich mal.
Okay, cool. Dann hätte ich noch eine nächste Special Edition, die ich auch ziemlich cool finde und wo ich auch irgendwie nicht bereue, dass ich dafür einiges an Geld ausgegeben habe. Und zwar von Castlevania Lords of Shadow. Gibt es hier so eine tolle Box, die ganz schön dick ist. Und ja, das ist aber natürlich nur die Außenhülle. So sieht es aus wie ein schickes Buch, was man auch so aufklappen kann wie ein Buch. Und da drin sind dann zwei Boxen enthalten. Einmal hätten wir hier, ich muss gucken, dass ich das gut einfange, hier so eine Box, die man rausziehen kann, wo natürlich das Spiel drin ist. Und der Soundtrack. Kann man es so gut sehen? Ich hoffe. Das Licht blendet. So, Spiel und Soundtrack sind da drin. Und dann hätten wir noch eine andere Box, die jetzt auch da drin ist. Die ist allerdings schon leer. Hier noch so eine schwarze Box, weil da war noch etwas drin. Nämlich etwas, was man sich auch auf den Schrank stellen und verstauben lassen kann. Und zwar, ich glaube, sie ist sogar verstaubt. Und zwar die auch im Spiel vorkommende Maske des Todes. Die man sich dann einfach so schön hinstellen kann. Die ist aus ziemlich schwerem Metall, geht auch nicht so leicht kaputt, ist gut handwerklich verarbeitet, hat viele Details und ja, sieht auf jeden Fall schön aus. Okay, dann hätten wir als nächste Special Edition, das war glaube ich sogar. Ach Gott, ich musste mal abstauben. Das war glaube ich sogar meine erste, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das müsste die erste gewesen sein, nämlich die Special Edition, beziehungsweise die White Edition zu Assassin's Creed 2. Es gab damals auch noch die Black Edition. Darin enthalten ist natürlich das Spiel, was hier jetzt nicht mehr drin ist, aber die Box ist auch schön, finde ich, mit ja, Bildern im Hintergrund und ja, schöner Aufschrift und so weiter und so fort. Dabei war aber auch noch enthalten, was die heute ja nicht mehr machen, was man sich heute noch extra dazu kaufen muss, selbst wenn man eine Special Edition holt. Und zwar eine Figur von Ezio. Tada! Ja, eine schön verarbeitete Figur, auch wenn Ezio im Gesicht ziemlich beschissen aussieht, aber hey, das Gesicht sieht man sowieso kaum, dafür stimmt alles andere. Und ja, das war meine erste Special Edition und ich habe mich sehr darüber gefreut. So, dann kommen wir jetzt zu einer meiner Lieblings-Special Editions, wie ich finde, einfach nur weil sie geil verarbeitet ist. Und zwar die Special Edition zu Heavy Rain. Wenn ihr seht, das ist so ein Pappschuber und ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennt, aber auf der Vorderseite sind Tropfen drauf. Regentropfen, die dann auch, wenn man sie richtig ins Licht hält, so aussieht, als wäre die. Ah, ich glaube, man sieht es sogar ein bisschen. Als wäre die Packung sehr nass. Und ja, auch was drin ist, kann überzeugen. Es ist wieder so ein aufklappbares Ding mit schönen Designs drauf und bada bam und bada bum. Und natürlich dem Spiel. Dann ein Download-Code für, was war denn nochmal? Genau, für die Zusatzepisode und für den Soundtrack. Und dann gibt es hier sogar das Blatt, das beiliegende Blatt, was beschreibt, wie Steuerung ist, Bedienungsanleitung. So, das wollte ich sagen. Ist sogar nicht kein normales, sondern so ein aufklappbares Faltblatt-Dingens. Was auch wirklich cool aussieht und schön designt ist und so weiter. Und ja, da drin hat sich dann noch ein Blatt verbarg sich noch ein Blatt, was man, wenn man das Spiel installiert, bekommt man nämlich eine Faltanleitung für eine Origami-Figur. Da seht ihr, dieses Blatt war dabei mit schönen vielen Schriften und Namen drauf und keine Ahnung. Besser als ein herkömmliches Blatt. Ja, das ist eigentlich so quasi meine Lieblingsedition. Eine haben wir noch, die finde ich allerdings auch sehr cool. Und die seht ihr jetzt. Und zwar ist das die Special Edition zu Infamous 2, die Hero Edition. Das ist erstmal nur das normale Spiel. Das hat aber auch so ein Wendecover. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Also so ein 3D-Cover, wenn man es dreht, verändert sich das Bild. Kann man auch abnehmen und dann hat man halt auch wieder so ein schönes aufklappbares Ding, wo das Spiel sich drin befindet. Und auch mal wieder Download-Codes für Zusatzgegenstände, Kostüme und auch mal wieder den Soundtrack. Das ganze Ding wurde aber geliefert in. Und jetzt ist mir gerade auch eingefallen, dass ich noch etwas vergessen habe, was dazugehört. Das ganze Ding wurde geliefert in dieser schicken, tollen, großen Box in der Hero Edition halt, wo vorne die gute Seite von Cole zu sehen ist und hinten die böse Seite. Und ja, in dieser Box war aber natürlich nicht nur das Spiel enthalten, weil dafür wäre die Box etwas zu groß, sondern da drin war unter anderem auch, und das muss ich jetzt nochmal kurz holen. Also, da drin war unter anderem auch ein Comicbuch von Infamous, Entschuldigung. Auf Englisch zwar nur, aber das macht ja nichts. Mit Schulenglisch kommt ihr da eigentlich ganz gut weiter. Und das rechtfertigt natürlich auch noch nicht die Box, denn da drin war auch noch eine Figur von Cole. Eine sehr coole Figur, wie ich finde. Hier. Mit einem Bein auf so einem Hausdach oder so, was auch immer das darstellen soll, mit vielen Details und
Ja, sieht nicht schlecht aus. Aber selbst das würde die Box noch nicht gerechtfertigen, weil es dafür immer noch zu groß wäre. Jetzt kommt das, was die Box rechtfertigt. Und zwar ist da nämlich auch noch Coles sehr cooler Rucksack drin, den ich mittlerweile auch häufig benutze, wenn ich mal irgendwo hingehe oder was auch immer. Und ja, das ist so, das sind glaube ich so meine Special Editions. Ich glaube, ich habe jetzt alle. Ich habe auch noch eine Special Edition von Crysis 2, aber die unterscheidet sich nicht wirklich. Die sieht so aus wie die normale Edition, hat nur Donut-Kurs dabei. Aber ansonsten müsste ich jetzt ziemlich alles haben. Alles Wichtige zumindest. So, die Frage habe ich jetzt sehr ausführlich beantwortet und ich hoffe, jetzt kommen keine weiteren Fragen mehr auf bezüglich Special Editions. Ja. Die stellst du dir dann auf dein Regal und diese Figuren oder was auch immer du da drin hast und fühlst dich dann nicht mehr so alleine, nicht wahr? Ich habe immerhin noch eine Freundin im Gegensatz zu dir. Alter, das war jetzt ein Schlag unter die Gürtellinie. Wirklich, ich höre gleich auf. Okay. Gut, dann die nächste Frage. Was wäre der einzige Grund, warum du auf der Xbox zocken würdest? Drohungen, Geiselnahme etc. schreibt er noch dazu. Der einzige Grund, warum ich mit der Xbox spielen würde, ich glaube, da gibt es keinen Grund. Ich glaube, da kann mich niemand zu zwingen. Außerdem habe ich schon mal mit der Xbox gespielt. Ein Freund von mir hat eine Xbox. Und naja, bevor wir dann halt bei ihm zu Hause rumgehangen hätten, ohne irgendwas zu tun, haben wir halt Xbox gespielt. Und ich war vollkommen überfordert am Anfang, weil wir haben Batman Arkham Asylum da, oder ich habe da das erste Mal Batman Arkham Asylum gespielt. Und die Tasteneinblendungen sind natürlich vollkommen anders und man muss bei Batman Arkham Asylum auf der PlayStation 3 mit Viereck schlagen. Bei der Xbox ist es aber der X-Knopf. Und als dann da X stand, habe ich natürlich automatisch immer den unteren Knopf gedrückt, weil auf dem PlayStation Controller der X-Knopf unten ist und habe dann total versagt. Ja, aber die Frage sollte eher lauten, was würde mich dazu bringen, eine Xbox zu kaufen? Ich glaube gar nichts. Ich bin jetzt seit neuestem auch großer Fan der Mass Effect-Reihe und Mass Effect 1 gibt es zum Beispiel nur für den PC und für die Xbox. Und da ich PC-Spiele eigentlich hasse, habe ich mir das aber trotzdem für den PC geholt, anstatt mir eine Xbox zu kaufen. Und das sagt schon was. Obwohl ich immer vorziehen würde, auf einer Konsole zu spielen. Aber trotzdem habe ich mir Mass Effect 1 dann noch für den PC geholt. Ja, Drogen und Geiselnahme, eventuell. Wenn zum Beispiel meine Freunde, meine Familie oder meine Freundin in Gefahr wären, dann ja, eventuell, aber dann würde ich mich danach, glaube ich, sehr schlecht fühlen, auch wenn ich damit ihr Leben retten könnte. Aber ansonsten wird das, glaube ich, nie passieren. Okay, gut, dann hätten wir die nächste Frage und zwar wäre die Frage, magst du Dubstep? Wobei ich sagen muss, dass ich gar nicht weiß, was das ist. Wie gesagt, ich bin kein wirklicher Experte in Musik und deswegen wusste ich auch nie so genau, was Dubstep ist. Jetzt weiß ich es und muss sagen, Dubstep ist, glaube ich, so eine der Musikrichtungen, die, glaube ich, nicht wirklich sehr gern gemocht werden. So je nachdem, was ich so mitkriege, weil vieles gar nicht als Musik bezeichnen. Und so nach dem, was ich gehört habe, würde ich es auch nicht als Musik bezeichnen, sondern eher als nervend. Ich weiß es nicht. Also ich kann damit nichts anfangen, tut mir leid. Ja, kannst du mal sehen, man kann nicht alles wissen. Nicht wahr? Tut mir leid. So, die letzte Frage von ihm wäre, mit wie vielen Jahren hast du dein erstes Spiel ab 18 gespielt? So brav wie du bist, wahrscheinlich erst ab 18 oder ab 19, nicht wahr? Nee, ab 22. Mit wie vielen Jahren habe ich mein erstes Spiel ab 18 gespielt? Boah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich weiß aber, was mein erstes Spiel ab 18 war. Und ich glaube, das war ein indiziertes Spiel. Nämlich der erste Teil, ich weiß gar nicht, ob ich die indizierten Spiele nennen darf. Deswegen sage ich, der Vorgänger von Red Faction 2. Den habe ich gespielt. Und der ist ab 18. Und da war ich 15. 14, 15, so um den Dreh, wenn es wirklich das erste Spiel ab 18 war, was ich gespielt habe, glaube ich, dann war ich, glaube ich, so wirklich um die 14, 15 rum. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, dass dieses Spiel völlig unzurecht ab 18 und indiziert ist, weil da gibt es weitaus schlimmere Spiele. Aber okay. Ja, wer es glaubt. Okay, du warst schon immer ein Draufgänger. Nehme ich da was an. So, ich muss mich mal ein bisschen gepflegter hinsetzen. Ich habe auch einen Anzug an, den ich ja nicht verknittern wollte, wobei das ja für jetzt sowieso wieder egal ist. Okay, wir haben eine Frage von The Games Dark, der fragt, wie stehst du zu Arcania 4 in Klammern Gothic? Zu Arcania 4 Gothic, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ist Gothic nicht eine PC-Spielereihe? Oder gibt es sie auch mittlerweile für Konsole? Ich habe da keine Ahnung von. Ich glaube, es ist aber jedenfalls
aus dem Rollenspiel-Genre, also kann ich per se damit schon mal sowieso nichts anfangen. Und deswegen, nee, stehe ich da nicht, habe ich da keine große Meinung dazu. Ja, okay, hey, wir hatten den ersten Fragenkatalog fertig. Yeah, kommen die nächsten. Achso, wieder von The Game Stark. Okay, das hast du so geschrieben. Ja, okay. The Game Stark hat also noch ein paar mehr Fragen auf Lager. Zum Beispiel wäre da die eine Frage: Bist du schon mal bei Mario nach links gelaufen? Hast du sowas Schlimmes schon mal getan? Absolut. Ja, bin ich tatsächlich. Allerdings habe ich gar nicht so viele 2D-Marios gespielt, sondern eigentlich nur den ersten für das NES, weil ich danach hatte ich keinen Super Nintendo, wo die anderen Teile rauskamen. Hatte danach erst den N64 und da gab es schon 3D-Teile und da kann man natürlich überall hinlaufen. Aber du meinst wahrscheinlich sowieso die 2D-Teile und ja, habe öfters versucht, bei Mario nach links zu laufen, was beim ersten Mario natürlich nicht geht, weil einmal nach rechts gelaufen bedeutet, ihr könnt nicht mehr zurück. Was sehr schade war und mich damals oft zum Weinen gebracht hat.